Hallo, liebe Modellbahnfreunde, ich begrüße Sie ganz herzlich zur ersten Ausgabe von Modell und Bahn im Jahr 2014. Und in der Dezemberausgabe hatte ich es Ihnen ja bereits angekündigt, dass wir uns in der ersten Ausgabe viel Zeit nehmen werden, um das Jahr 2013 Revue passieren zu lassen. Und Sie sehen, dass wir hier in einer sehr gemütlichen Runde sitzen und ich habe mir auch einige Gesprächspartner dazu eingeladen. Und ich glaube, das wird eine recht bunte Geschichte und ich kann es Ihnen auch jetzt hier schon versprechen. Es wird eine Stunde werden, die wir uns Zeit nehmen werden für Sie. So, und nun lange Rede, kurzer Unsinn, kommen wir zu unserem ersten Beitrag. Im April vergangenen Jahres war ja das BW-Fest eigentlich immer so ein bisschen der Höhepunkt und für die Dresden auch immer das Highlight. Und wir waren damals mit den Kameras dabei und ich möchte Ihnen an dieser Stelle erst nochmal zur Einstimmung die schönsten Szenen und Ausschnitte davon zeigen. Ungemütlich nasskalt präsentierte sich das Wetter am 6. April, als sich die Fahrgäste zu beiden Dampfsonderzügen auf den Bahnsteigen 1 und 3 des Dresdner Hauptbahnhofes einfanden. Es ist das Highlight zum 5. Dampfloktreffen. Eine Parallelfahrt zweier Züge bespannt mit Dampfloks bis nach Pirna. Dort erfolgt die Vereinigung beider Züge zur Weiterfahrt durch das Elbsandsteingebirge bis Tetschin. Zug 1 bespannt mit der Hallenser 03 1010 als Vorspann und die Glauchauer 35 1097 rollen ein. Zug 2 wenige Minuten später bespannt mit der Halberstädter 50 37 08 und als Schublock aus Glauchau Baureihe 118 770. Gespannt stehen viele Eisenbahnfans an den Bahnsteigen. Eine fast gespenstisch ruhige Atmosphäre bietet das Bild. Das ist aber nur die Ruhe vor dem Sturm. Mit voll geöffneten Zylinderhähnen fahren die Dampfloks jetzt ab. Gehüllt in mächtige Dampfwolken verlassen sie den Bahnhof. Ein Ohren- und Augenschmaus. Der Königstein ist in Wolken gehüllt. In voller Fahrt kommt unser Zug über die lange Hochbrücke zügig dem Bahnhof Königstein entgegen. Jetzt mit Zuglok 03 1010 35 1097 und als Nachschub 118 770. Was für ein Anblick! Am Bahnhof Bad Schandau stehen nur wenige Schaulustige, um den Zug zu empfangen. Ein kurzer Halt mit Personalwechsel steht bevor. Dann geht es auch schon weiter. Mit entsprechendem Spektakel. Ein Dampfzug eben.
Jetzt hat der Zug Schmilke erreicht und verlässt Deutschland in einer malerischen Kulisse an der Elbe entlang in Richtung Tschechien nach Děčín. In Rathen passen wir den Zug auf der Rückfahrt nach Dresden ab. Das sind Bilder, die Erinnerungen wieder wach werden lassen. In Dresden angekommen, geht diese wunderbare vierstündige Dampf-Nostalgie-Reise für viele zu Ende. Einhelliger Tenor der Reisenden, das sollte jedes Jahr stattfinden. Und das geben wir auch gern an den Veranstalter weiter. Soweit, liebe Zuschauer, zu unserem ersten Beitrag zum BW-Fest in Dresden. Und ich denke, das waren sicherlich auch sehr beeindruckende Aufnahmen, die wir Ihnen liefern konnten. Ja, und dann gab es einen weiteren Höhepunkt in unserem Modell- und Bahnleben. Wir sind beim Modelleisenbahnclub in Frankenhain in ein Studio eingezogen und wir danken auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich dem Modelleisenbahnclub, dass sie uns aufgenommen haben. Und diese Aufnahme war auch verbunden mit den sogenannten Produkt- und Lokomotivtests. Und da gibt es viele Leute, die auch hinter der Kamera stehen, nicht nur der Kameramann, sondern auch Leute, die uns technisch betreuen. Und neben mir sitzt Wolfgang Wutzmer und er ist gleichzeitig Mitglied hier im Eisenbahnclub Frankenhain. Und dem sind wir zu ganz besonderer Weise zu Dank verpflichtet, dass er uns immer wieder an der Stelle unterstützt. Und jetzt haben wir ihn vor der Kamera und werden mal etwas über unsere Produkttests sagen. Also, lieber Wolfgang, ich grüße dich erstmal ganz herzlich. Ebenso, danke. So, nun gehen wir doch mal ins Eingemachte. Bitte. Es gibt ja viele, viele Fragen, die die Zuschauer mal wieder stellen zu diesen Produkttests, die wir machen. Und da gibt es immer viele Ungereimtheiten. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, den Zuschauern doch mal so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu werfen zu lassen. Wir haben eigentlich diesen Modellbahn und diesen Produkttest hier mal in drei Teile. Wir bringen mal einmal das Original und dann geht es in die technischen Sachen. Und dafür bist du ja mal ein bisschen mit zuständig. Im Hintergrund, ja. Im Hintergrund. Ja, wir machen eigentlich drei Sachen. Wir machen meistens den Geschwindigkeits- bzw. den Lauftest. Der ist ja noch nicht ganz so spannend. Aber es gibt immer wieder viele, viele Fragen zu unserem Zugkrafttest. Richtig. Und das wollen wir nachher auch etwas näher beleuchten. Ja. Wir gucken uns zumindest erstmal jetzt, bevor wir das Gespräch richtig anfangen, erstmal einen Teil eines Produkttestes an, wo wir mit dem Lauftest und anfangen bis zu dem Geschwindigkeitstest. Ja, schauen wir uns mal an. Wir sehen also jetzt hier im Film unsere MAG 64, das ist also aus unserem letzten Beitrag vom Dezember. Und den wollen wir auch gleich mal zum Anlass nehmen, gemeinsam zu reden. So, also Geschwindigkeitstest. Was können wir dazu sagen? Also grundsätzlich erstmal vielleicht nochmal zur Betitelung der Sendung. Es hieß am Anfang immer Loktest. Mhm. Dieser Begriff Test suggeriert eigentlich vielen der Modellbahner, dass es sich hier um ein wissenschaftlich-technisches Wunder vielleicht handeln möge. Ist aber nicht so. Wir nehmen auch für uns nicht in Anspruch, dass wir hier die Stiftung Warentest sind. Es geht hier ganz einfach um eine Produktpräsentation mit einem gewissen technischen Hintergrund, mit technischen Aspekten, mit technischen Kennwerten. Und diese Sendung soll so ausgerichtet sein, dass Otto Normalverbraucher das alles nachvollziehen kann. Außerdem sind wir auch nicht in der Lage,
aus materieller Sicht, aus finanzieller Sicht hier mit großer Messtechnik aufwarten zu können. Also das ist alles handgemacht und mit handelsüblichen Geräten vollzogen. Ist aber keine Zauberei, was wir da machen? Da können wir sicherlich nicht. Dazu, wenn wir Zauberer wären, würden wir beide jetzt hier nicht sitzen. Okay. So, fangen wir mal an zum Beispiel mit der Geschwindigkeitsmessung. Wir haben uns vorab schon mal entschlossen, nicht mit der Stoppuhr und im Zentimetermaß zu Werke zu gehen und zu messen, sondern wir haben uns entschlossen, ein Geschwindigkeitsmessgerät zu verwenden, handelsübliche Art. Und wir sind darauf gekommen, eines von MacLean zu verwenden. Mhm. Und zwar basiert das auf einem Lichtschrankensystem. Hier sind die beiden Lichtschranken, hier das Messgerät, wird also hier per Funk die Daten übertragen. So schön das alles ist, aber eine solche handelsübliche Einrichtung von MacLean hat natürlich auch technische Grenzen. Mhm. Die haben wir, das muss ich so ehrlicherweise sagen, erst im Nachhinein gemerkt. Und zwar, diese Messeinrichtung misst nur Geschwindigkeiten oberhalb einem Stundenkilometer. Das heißt also, wenn wir unsere Lokomotiven langsam fahren lassen, zum Beispiel mal bei Fahrstufe 1 oder Fahrstufe 2 im digitalen Falle, dann liegen wir vielleicht bei einer Geschwindigkeit vielleicht von 0,1 Kilometer pro Stunde, vielleicht sogar noch drunter. Und das können wir nicht mehr messen. Folgerichtig mussten wir, technisch begründet, hier nun eine Fahrstufe wählen oberhalb 1 bzw. 2. Und es hat sich gezeigt, dass wir ab Fahrstufe 10 sehr gut damit auskommen, also bei Fahrstufe 10 die Lokomotiven Geschwindigkeiten haben, die oberhalb der Geschwindigkeit 1 Stundenkilometer liegen. Mhm. Womit wir jetzt also sozusagen auch die erste Frage der vielen Zuschauer beantwortet haben, weil gesagt wurde, wieso macht ihr jetzt Fahrstufe 10? Die Loks fahren doch eigentlich richtig viel, viel langsamer. Ja. Also liegt es hier technisch begründet. Richtig. So, obwohl das natürlich auch ein interessantes Thema wäre, Langsamfahreigenschaften, aber das hat dann ganz andere Voraussetzungen, sind etwas schwieriger zu bewerkstelligen. Deswegen nehmen wir dieses Thema hier raus und beginnen immer mit der Fahrstufe 10. So, und die Fahrstufe 10 ist dann für uns immer, und das kennen ja unsere Zuschauer bereits, immer die langsamste Fahrstufe. Da gibt es ja wiederum sehr unterschiedliche Messwerte, die wir da erzielen, aber das hängt ja dann nicht mit unserer Messeinrichtung zusammen, sondern konstruktiv bedingt mit den Lokomotiven. Genau. Aber wir können zumindest sagen, dass wir für die Ermittlung der Fahrgeschwindigkeiten eigentlich immer annähernd ordentliche Ergebnisse erzielen. Und dann kommt immer der Satz, die Lok ist viel zu schnell. Das können wir in der CV5 nachregulieren. Genau. Was hat es damit auf sich? Und zwar der Decoder gibt die Möglichkeit, die Fahreigenschaften von Lokomotiven grundsätzlich zu ändern. Wir können zum Beispiel in der CV1 die Adresse ändern. Wir können in der CV2 die Anfahrgeschwindigkeit ändern, also jene Geschwindigkeit, die Lok fährt, wenn man den Regler gerade so ein wenig aufdreht. Wir können mit der CV3 und CV4 die Fahreigenschaften der Lok hinsichtlich des Bremsen und Anfahrens verändern. Also wir können auf elektronischem Wege eine Last am Haken simulieren. Und in der CV5 können wir die Höchstgeschwindigkeit ändern. Und genau das wäre die Möglichkeit, wenn uns die Höchstgeschwindigkeit nicht passt, bei der Lok eben sie der Realität anzupassen. Man nehme eine Stoppuhr und man messe sich einen Meter aus und lässt die Lok dann im Prinzip die Strecke abfahren und in der CV5 den Wert so weit ändern, bis die Wunschgeschwindigkeit erreicht ist. Wobei natürlich, wenn wir das Ganze elektronisch machen, uns dann immer nicht vorgeworfen werden kann, wir manipulieren an der Sache. Man kann es immer so oder so stoppen, je nachdem, wie schnell man mit der Hand ist. Richtig. Aber um die Zuschauer, die das noch nicht gesehen haben von der Mach 64, wollen wir Ihnen jetzt erstmal den Geschwindigkeitstest vorführen, bevor wir dann zum Zugtest kommen. Übrigens, vielleicht noch mal eine Bemerkung dazu. Ich habe mal, bevor wir hier in die Sendung gegangen sind, mir die Werte angeguckt, die wir bei verschiedenen Lokomotiven bei der Fahrstufe 10 erreicht haben. Die liegen also zwischen 1,2 Kilometer pro Stunde, also nahe an der Messgrenze, bis zu 12 Stundenkilometern. In diesem Wertebereich ändern sich die Geschwindigkeiten von Lok zu Lok
bei der Fahrstufe 10, abhängig von der Getriebeübersetzung und so weiter. Gut, also liebe Zuschauer, jetzt zeigen wir Ihnen erstmal den Geschwindigkeitstest, unser Lok der Mach 64 von der letzten Sendung, und dann gehen wir weiter zum Zugkrafttest. Und das ist ja mal so ein bisschen der Streitpunkt bei vielen Modellbahnen gewesen. Die Maschine rollt an und erzielt eine minimale Geschwindigkeit von 7,2 km/h. Wir erhöhen die Fahrgeschwindigkeit auf die Fahrstufe 64. So, die mittlere Geschwindigkeit beträgt 75,5 km/h und wir erhöhen jetzt auf die Höchstgeschwindigkeit Fahrstufe 126. Und die Lok eilt mit 146,4 km/h durch die Messschranke. Das ist natürlich zum Original entschieden zu viel. Die 146,4 km/h sind natürlich viel zu schnell für diese Lokomotive, die original nur 120 km/h fährt. Auch hier kann man dann entsprechend in der CV5 des Decoders diese ganze Geschichte nachregeln, sodass sie dann tatsächlich die angegebenen Geschwindigkeiten fährt, wie für sie vorgesehen war. Soweit zum Geschwindigkeitstest der Mach 64, die Sie jetzt eben im Bild verfolgen konnten. Und der nächste Testpunkt ist bei uns immer der sogenannte Zugkrafttest. So, da gab es verschiedene Fragen, auch Anfragen von Zuschauern, wie macht ihr das eigentlich und so weiter. Ja, Wolfgang, dann haben wir hier uns was mächtig Mechanisches einfallen lassen. Erklär mal. Also, wir messen unter folgenden Bedingungen die Zugkraft. Ebenes, gerades Gleis. Über eine Umlenkrolle wird über einen Faden an den Wagen oder an die Lok gekoppelt ein Gewicht. Und somit also im Prinzip die Zugkraft gemessen. Natürlich, wenn wir jetzt in Richtung Waggons gehen, ja, wird die Sache etwas problematischer. Warum? Wir haben zum Beispiel mal einen Waggon gemessen und hier eine Zugkraft oder eine nötige Zugkraft von 0,9 Gramm ermittelt. Mhm. Bei 0,9 Gramm ist ja sehr wenig. Würde schon zum Beispiel auch der Rollwiderstand dieser Rolle hier hineintragen, eine Verfälschung bringen. Wenn wir hier 10-mal messen würden, würden wir auch 10 verschiedene Gewichtsgrößen ermitteln müssen. Und das wäre ja ganz schlimm, dann würden wir ja den ganzen Tag dran Richtig. Arbeiten müssen. Also wir müssen das Ganze irgendwo einkürzen. Ja. Hinzu kommt auch noch, dass der Rollwiderstand eines Waggons davon beeinflusst sein wird, ob wir nun einen Waggon haben, hier mit einer Zapfenlagerung, mhm, oder einen Waggon mit einer Spitzenlagerung. Spitzengelagerte Waggons, Achsen, haben immer einen geringeren Rollwiderstand, Zapfenlagerung einen höheren. Also wird das schon mal die Zugkraft, okay, die nötige Zugkraft beeinflussen. So, dann haben wir natürlich die Zugkraft erstmal von der Lok getestet, also gemessen über, ja, über dieses Gleis mit dieser Umlenkrolle. Und haben ermittelt, was wir jetzt auch im Bild sehen, dass diese Lokomotive, die Mach 64, 70 Gramm wegzieht. Ja. So, und da sind wir wieder bei der Problematik, was sind jetzt 70 Gramm? Weil da einige schon geschrieben haben, erklärt lieber, wie viele Wagen das sind. Ja. Und da sind wir bei der gleichen Problematik, die wir gerade wieder angesprochen haben, mit der, genau, Achslagerung. Und da, ja, haben wir doch ein bisschen was probiert. Was? Richtig. Und zwar, wir haben mal diesen Waggon hier hergenommen und haben mal ermittelt, wie viel Gewicht braucht man, um einen solchen Waggon davon zu bewegen. Mhm. Wir haben gemessen 0,9 Gramm. Wenn wir jetzt einen anderen Waggon nehmen, dann wird der zwangsweise durch die Streubreite auch wieder ein anderes Gewicht erfordern, um den Waggon wegzuziehen. Wenn wir also nun mehrere Waggons miteinander koppeln, heißt das zwangsläufig, dass, nehmen wir mal beispielsweise an, 5 Waggons, und der hat 0,9 Gramm, dann wird der Zug also nicht 5 mal 0,9, also 4,5 Gramm erfordern. Wäre jetzt die Logik. Ist aber nicht, sondern es wird nötig sein, das Gewicht als Summe der einzelnen Wagen plus einem gewissen, ich weiß nicht, wie ich ihn titulieren Größe, jawohl, die dadurch entsteht, wenn ich jetzt die Waggons kopple, ja, dann kriege ich den ganzen Zug auch nicht genau in die Flucht. Das heißt also übertriebenermaßen, ein Waggon wird so stehen, also schräg im Gleis stehen, der andere genau entgegengesetzt schräg, sodass also auch die
flanken hier die Spurgrenze. Da sind sie. Hier dann am Gleis radieren, also auch einen höheren Reibungswiderstand. Ja, dann wollen wir es aber nun wirklich nicht so hochwissenschaftlich machen. Das wird wahrscheinlich jetzt für viele Zuschauer dann etwas zu fad, das Ganze. Sondern es soll eigentlich nur mal die Problematik zeigen, dass also ein hundertprozentig genaues Ergebnis nicht zu machen ist. So ist es. So, was haben wir uns jetzt also vorgenommen für den nächsten Zugkrafttest? Wir werden das mal so machen. Wir werden auf unsere Anlage gehen, in unserem Studio, und ein und denselben Wagen nehmen. Und immer einen Wagen dazu hängen und mal schauen, ab wann streikt unsere Lok. Das ist doch mal eine Maßnahme. Aber wohlgemerkt, ist keine repräsentative Aussage. Ja. Das zeigt nur, wie viele Waggons dieses Typs auf der Anlage gezogen werden. Und in der Ebene, das muss man dazu sagen. Und in der Ebene, es wird auch abhängig sein vom Gleismaterial, es wird abhängig sein vom Radius, von der Steigung und, und. Also es ist immer nur eine Richtgröße. Die einzige seriöse Größe ist eben genau das Gewicht, was wir ermitteln, womit aber andererseits wieder keiner was anfangen kann. So ungefähr sieht es aus. Ja. Also, liebe Zuschauer, wir werden, so wie es Wolfgang gerade gesagt hat, das in der nächsten Sendung mal anlaufen lassen. Wir haben auch die Möglichkeit, über weichen Straßen zu fahren. Das war dann ja auch immer so der Punkt. Ja. Dann werden wir wahrscheinlich noch eher merken, wo die Loks zusammenbrechen, was aber jetzt nicht negativ ist, sondern eigentlich positiv gemeint ist und Sie eigentlich mit dieser Produktvorstellung, mit diesem Produkttest was anfangen können. So, wir werden in den nächsten Sendungen beginnend auch immer wieder einen Produkttest einfließen lassen innerhalb unserer Sendung. Aber es gibt auch noch mehr Produkttests, die Sie sicherlich sich ansehen können unter der Adresse modellbahnshop-lippe.com. Und dort finden Sie alle Tests, die wir hier durchgeführt haben, auf einer Webseite parat. So, und jetzt machen wir nochmal zum Abschluss was ganz Tolles. Wir zeigen Ihnen noch ein paar Ausschnitte von verschiedenen Lokomotivtests. Insgesamt wurden 49 Triebzüge von Strömmens Werkstatt zwischen 1970 und 1977 gebaut. Das Bauprogramm enthielt folgende Typen. 15 Züge. Unser Modell hat ein Dreispitzsignal fahrtrichtungsabhängig geschaltet und ebenfalls die Schlussleuchten sind fahrtrichtungsabhängig geschalten. Lichtwechsel erfolgt zwischen Motor und Steuerwagen. Das zeigt, dass das Fahrzeug auch im analogen Bereich durchaus in den Bereichen fährt, wie das Original gefahren ist. Ja, und zum Schluss möchten wir Ihnen noch ein paar Impressionen von unserer Vorführanlage zeigen, wo wir dieses Modell mal aufgesetzt haben. Genießen Sie es einfach. Und für alle Freunde der nordischen Eisenbahnen kann man nur sagen, Kaufempfehlung, mit diesem Fahrzeug erwerben Sie ein Top-Produkt. Am Fahrzeug sind aus Metall, auch wie die extern angesetzten Accessoires. Die angesetzten Accessoires sind Hacke und Schaufel. Möchte ich Ihnen mal zeigen. Am hinteren Teil des Fahrzeugs, wenn es nicht mehr weitergeht, ist Hacke und Schaufel angebracht. Der Aufbau bestand aus einem sehr kurzen, niedrigen Vorbau, dem Führerhaus, auf dessen Dach die Stromabnehmer angebracht war, und einem langen, niedrigen Vorbau hinten, der zum Ende abgeschrägt war. Diesem unsymmetrischen Gehäuse verdankte die Lokomotive auch ihren Spitznamen. Und der ist gewiss auch recht ungewöhnlich für eine Lokomotive, nämlich Bügeleisen. Fahrzeugrahmen befindlichen Beschriftungen absolut trennscharf aufgedruckt. Des Weiteren eine sehr genaue und schöne vielteilige Inneneinrichtung der Fahrzeuge, entsprechend auch der Sitzplatzklassen dritte und zweite Klasse. An den Wagenübergängen sehr schön zu sehen. So, wir ermitteln jetzt
die langsamste Geschwindigkeit und natürlich auch die Voltzahl, bei welcher dieses Fahrzeug anrollt. Wir haben aus zwei Grundpackungen dieses Modells ausnahmsweise einmal einen fünfteiligen Zug zusammengestellt. Wir gehen einfach mal davon aus, dass sich der Zug derzeit noch im Test befindet. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie zwei Kopfteile und drei Mittelwagen sehen. Es sind zwei Bordrestaurantwagen mit im Zugverband. Wir gehen mal davon aus, dass die Testingenieure und Konstrukteure diese Bordrestaurants benötigen, um einfach dort am Zug zu arbeiten und gelegentlich auch mal einen Imbiss zu sich zu nehmen. Soweit der kleine Querschnitt von Lokomotiven, die wir bereits hier auf unseren Gleisen hatten. Und damit möchte ich auch unseren ersten Teil der Sendung beenden, der auch etwas wissenschaftlich gehalten war, dank Wolfgang. Ich hoffe, Sie haben es einigermaßen verstanden. Und wenn nicht, schreiben Sie uns einfach. Die Adresse finden Sie uns unten eingeblendet. So, und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal, beziehungsweise zum zweiten Teil unserer Jahresrückschau. Bis dahin verbleibe ich Ihr Frank Puttig.